Ja, ein Mädchen noch. Ein zweites Tier entfernen? Nein, nein, nein. Tier auswildern? Nee, ich möchte, dass du bitte einen Nachwuchs bekommst. Einmal Nachschub, bitte. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Spiel. Es heißt Zoo 2 Animal Park. Ich muss gerade ganz schnell Hallo sagen, weil irgendwie geht's plötzlich schon los. Wir haben einen Brief bekommen von Opa. Hallo, nicht so schnell. Ich will erstmal Hallo sagen. Großtante Trude ist gestorben. Oh Gott, was? Die hat mir ihren kleinen Streichelzoo vererbt. Ich bin leicht überfordert. Das ist einfach Hallo. Jemand muss sich um die Tiere kümmern. Kannst du mitkommen? Ich schaffe das alleine nicht. Ja, das tue ich natürlich gerne. Ich würde allerdings auch gerne noch mal kurz erzählen, was hier gerade so los ist, ne? Schön, dass du mitgekommen bist und deinem alten Opa in dieser Sache hilfst. Kann ich hier vielleicht auch noch mal kurz die Einstellung oder sowas verändern? Es ist nämlich gar nicht laut. Oh je, schau dir das an. Alles ganz heruntergekommen. Ja, kümmerst du dich bitte um die Tiere? Ich schaue mich mal um. Kann ich vielleicht einmal ganz kurz den Sound umstellen? Oh, so, jetzt kann ich mir erstmal einen Namen eingeben. Zanzara. So, ja, weiblich, das bin ich. Habe ich vielleicht auch noch einen schönen Kopf oder so? Nein, habe ich wohl nicht. Oh, Lieblingstiere. Das ist ja süß. Was sind denn meine Lieblingstiere? Ich weiß es gar nicht. Ich mag alle Tiere. Oh, hä? What? Wie viele Tiere gibt es denn? Oh mein Gott, es gibt so viele Tiere. Die sind aber alle toll. Was ist das denn für ein süßes Ding? Oh. Ich würde ja eigentlich Katze nehmen, aber ich kann mich so schlecht festlegen. Normalerweise ist ja der schwarze Panther mein Lieblingstier. Ist nur die Frage, haben die das? Ich weiß noch nicht mal, ob das alles reelle Tiere sind. Ich nehme mal das da. Oh, was? Wie schön ist denn das? Okay, ich nehme das. Ich habe mir dieses Spiel mal ausgesucht, weil ich das in den Kommentaren gelesen hatte. Ich habe das schon relativ lange auf meinem Wunschzettel. Also nicht Wunschzettel, sondern auf dem Zettel, wo ich euch gerne mal was zeigen wollte. Ich meine, dieses Spiel ist kostenlos. Vielleicht gibt es das sogar auch auf dem Tablet, also beziehungsweise auf dem Handy im Store zu holen. Ich weiß es tatsächlich gerade nicht so genau. Ich habe es mir halt irgendwie runtergeladen und ich meine, ich habe dafür nichts bezahlt. Vielleicht ist es jetzt wieder irgendwie sowas Pay-to-Win oder man... Pay-to-Win. Pay-to-Win oder man muss irgendwie voll lange warten. Ich wollte halt gerne mal reinschauen und vielleicht habt ihr ja Spaß daran. Es soll jetzt nicht so mega lang werden. War jedenfalls in meinem Kopf nicht geplant, weil ich habe ja sowieso gerade genügend Projekte, die ich noch machen wollte. Ganz schön dreckig hier. Schnapp dir den Schrubber und wisch damit über den Schmutz. Ja, wisch mal hier das Pferdchen. Vielleicht ist das auch dreckig. Na, so, das mag's bestimmt auch. Kleine Massage. Oh, siehste, hat sich auch gefreut. Da haben wir mal sauber gemacht. Im Pferdehof, im Pferdegehege. Was ist das da? Was bist du denn? Oh nein, ist das traurig? Ein Häschen. Oh, das ist bestimmt gleich wieder glücklich. Ja, guckt euch das an. Jetzt hüpft es durch die Gegend. Ich mag ja eigentlich so eine Zoospiele. Die Ziege ist auch traurig. Aber ich spiele ja dann, wenn eher so Planet Zoo und das ist ein bisschen komplizierter. Und die Tiere sehen auch ein bisschen echter aus. Aber ich meine, das ist natürlich cool, weil erstens umsonst, zweitens wahrscheinlich auf dem Handy spielbar. Aha, nun ist alles schön sauber. Gut gemacht. Die armen Tiere. Niemand hat sich um sie gekümmert. Ja, jetzt bin ich ja da. Sie haben bestimmt Hunger. Fütterst du sie bitte? Ja, wenn man mir sagt, wie? Tippe den leeren Napf über dem Gehege an. Wähle einen Eimer und ziehen über alle Tiere. Teureres Futter bringt mehr Erfahrung. Aha. Diamantenshop. Guck, da geht's schon los. Alter. Ein einzigartiger Gast. Das Löwenmaskottchen. Das bekomme ich jetzt. Gäste laufen durch deinen Zoo und belohnen dich regelmäßig mit tollen Geschenken. Juhu. Und da kann ich jetzt wahrscheinlich dann irgendwie was kaufen. Aber das machen wir natürlich nicht. Muss ich da klicken? Okay, das seht ihr jetzt nicht. Aber das würde ich sowieso nicht machen. Habe ich jetzt das Maskottchen gekriegt? Hier steht Bonus. Vielleicht habe ich es trotzdem bekommen. Naja, wir füttern erstmal. Gratis. Ich habe ja nicht so viel Geld. Deswegen werde ich erstmal gratis füttern. Was habe ich gemacht? Oh mein Gott, ich habe alles auf dem Boden verstreut. Das ist aber... Okay. Man sieht gar nicht das, was da ist. Wahrscheinlich sieht man nur, dass sie Hunger haben, wenn da nichts ist. Das ist die ganze Zeit voll traurig, das arme Tier. Hier, bitteschön. Da. Ham, ham, ham. Und hier steigt mein Level wahrscheinlich gerade. Okay, dann kriegt das Pferdchen auch noch was. Ja, tut mir leid, wir haben nur das Billigfutter. Wie gut, dass du mitgekommen bist. Alleine hätte ich das nicht geschafft. War ganz schrecklich, diese drei Tiere zu füttern. Ich habe im Schuppen ein paar Blumen gefunden. Lass sie uns einpflanzen. Ja, Deko ist immer sehr schön. Mitten zwischen den Blumen hat sich auch noch ein kleiner Hase versteckt. Den sollten wir ins Hasengehege setzen. Oh, oh, da haben wir bestimmt bald Babys. Hase platzieren. Komm her, du Kleiner. Hä? Wie kriegt ihr denn? Komm, komm, komm. Blume pflanzen. Ja. Gut, jetzt erklärt er mir hier, wie ich das Lager benutze. Hm. Ja, krieg ich schon hin irgendwie. Laut. Oh mein Gott. Lager. Ja, da ist der Hase. Den ziehe ich jetzt hier rein. Hier, guck mal, ein Freund für dich. Klick. Yay. Hä? Was habe ich denn da gekriegt gerade? Irgendwelche anderen Punkte noch. Haben wir jetzt ein Mädchen und einen Jungen? Kann ich mal gucken? Das ist ein Mädchen und das ist ein Junge. Aha. Spielen. Zeit bis zum Spielen. Reinigen. Füttern. Beliebtheit. Ach so. Beliebtheit 20. Wahrscheinlich ist die Beliebtheit gerade gestiegen, weil wir zwei haben. Wie beliebt ist das denn? Oh, 50. Okay, das ist noch beliebter. Und die Ziege? 30. Hm, aber Ziegen mag man doch eigentlich auch mal voll gerne. Ich war immer so voll wild aufs Ziegengehege, weil man da mal reingehen konnte und die streicheln
spielen konnte und so. Jetzt soll ich das da anbauen oder wie? Was ist das? Rittersporn. Sieht so riesig aus. Oh Gott, wo tun wir denn das hin? Ich weiß noch nicht mal, wo der Eingang ist. Da ist der Eingang. Ja, dann machen wir das auch hier in den Eingang. An den Eingang. Habe ich nur eins oder? Oh. Ach so, 8 soll ich anpflanzen. Ja gut, dann machen wir hier so eine... Nein! Nein, nicht da. Ja, hier. Da eine und da eine. Und dann machen wir das da auf der anderen Seite nochmal. Hier so eine ganze Reihe. Das ist dann quasi unser Begrüßungskomitee an Pflanzen. Toll, Tante Trude wäre stolz auf uns. Sie wollte immer, dass ihre Tiere es gut haben. Oh Gott, kann ich das irgendwie leiser stellen? Meine Geschenke. Ich habe Tannen bekommen. Freigeschaltet, Ziege, Hase, ein Eisstand, Mülleimer, eine Holzbank. Was kommt denn da noch alles? Rosenbusch und Veilchen. Ist halt nur die Frage, was brauche ich, um mir das zu kaufen? Nanu, schau mal dort. Was will denn der Bürgermeister bei uns? Oh oh. Den wunderschönsten guten Abend wünsche ich. Wir vermissen die gute Trude. Und glauben Sie mir, auch ich möchte für die Tiere nur das Allerbeste. Und ihr Geld. Aber ich fürchte, theatralischer Seufzer. Wir müssen den Zoo schließen. Sie verstehen das sicherlich. Nicht doch. Warum denn? Sie sehen doch selber. Keine Besucher. Man könnte aus diesem Grundstück ein schönes Einkaufszentrum machen. Boah! Was? Das hätte Tante Trude nicht gewollt. Wir werden schon für Besucher sorgen. Mit diesem heruntergekommenen Zoo? Das bezweifle ich. Hören Sie mal, wir werden den Zoo auf Vordermann bringen. Nun gut, ich gebe Ihnen 48 Stunden. Muss reichen. Wenn Sie bis dahin nicht mindestens 5 Besucher im Zoo haben, muss der Zoo hier weg. Hey, hast du das gehört? Wir brauchen 5 Besucher. Jetzt sind wir, ohne es zu ahnen, in ein kleines Abenteuer geschlittert. Das schaffen wir. Als erstes brauchen wir mehr Tiere. Das ist ja wohl easy, oder? Jetzt, wir haben nicht ganz so viel Zeit. Habe 8 Tiere im Zoo. Hört diese Uhr bitte auch wieder auf. Neue Tiere und Dekorationen füllen den Besucherbalken. Ist der Besucherbalken voll, kommt ein neuer Besucher. Ah, okay. Baue Shops, damit Besucher kaufen können, was sie sich wünschen. Sowas wie ein Eisladen zum Beispiel oder so ein Eisstand. Die wollen nur, dass man Geld ausgibt, diese Schweine. Gratis zum Kauf eines Premium-Pakets. Mantelaffe. Ja, toll. Nein, warum klicke ich denn da mal drauf? Mach das weg. Ihr seht das immer gar nicht. Bei mir ploppt das ständig auf. Ja, eine riesen... Wie heißt die? Elen-Antilope. Oh, geil. Ich kann man sogar noch was lernen. Sie trägt eng gedrehte, gerade Hörner, die bis zu 1,2 Meter lang werden können. Das ist lang. Ah, schon wieder hat sich das geöffnet. Kann ich das bitte einfach wegmachen? So, tschüss. Hier, genau. Da muss ich jetzt was kaufen. Entweder kaufen wir erstmal für jeden noch so einen Freund dazu. Dann ist die Ziege zum Beispiel auch nicht alleine. 1500. Wie viel haben wir? 10.000. Ein Hase kostet 1000. Können die sich vielleicht auch bitte einfach mal so vermehren? Oh no, ich kann ja noch gar nicht. Ich kann nur Hasen und Ziegen kaufen. Pferd kostet 2500, ist aber noch nicht freigeschaltet. Was braucht man? Level 3 brauche ich, um ein Pferd freischalten zu können. Okay. Wir haben allerdings auch 5 Tannen. Und die kann ich ja auch schon mal hier. Kann ich schon mal hier so ein bisschen reinstellen. Da freuen die sich, die Leute. Oh, nehmen wir erstmal eine, dann nehmen wir die andere. Ja, weiß ich gar nicht, will ich das so passend, dass das halt so gleichmäßig ist? Wieso kann ich das so, weil ich es wahrscheinlich auf dem PC spiele, kann ich das nicht so richtig toll hin und her schieben. Ach so, ich habe einfach mal 2 hingesetzt. Kein Ding, wollte ich auch unbedingt so machen gerade. Ah, dann kommt hier halt noch eine. Habe ich gerade schon wieder 2 gesetzt? Nein, habe ich wohl nicht. Naja. Hä? Wo ist denn jetzt die andere hin? Hä? Irgendwie hat die Ziege meine Tanne gegessen oder so. Ich weiß nicht. Hä, was ist passiert? Mir fehlt doch... Da ist doch noch die andere Tanne. Was soll denn das? Ja, die kommt jetzt auch hier hin. Das war ja sehr eigenartig. Naja. Ich hole jetzt einfach noch mehr, weil ich kann jetzt hier nichts weiter bauen. Das heißt, ich kann nur Tiere kaufen, die dann dazu in das gleiche Gehege kommen. Das kriegen wir schon hin. Ich nehme erstmal noch eine weitere Ziege. Hier, da ist dein Gehege. Juhu. Dann holen wir natürlich noch ein Kaninchen. Und 2 Besucher. Aha, aha. Nehmen wir noch eine Ziege vielleicht? Können wir uns das leisten? Ja. Kauflimit erreicht? Was? Hä? Und hier? Kauflimit auch erreicht. Und wie soll ich jetzt meine Besucher vollkriegen? Was muss ich denn jetzt machen? Habe ich hier vielleicht zu wenig Essen? Nein, wohl nicht. Ich habe ja gerade gar keine Chance, irgendwas zu tun. Okay, das Letzte, was ich jetzt hier noch versuchen kann, ist Dekoration. 20 Stück. Boah, ob ich das mit 20 Dekorationen hochkriege? Ich weiß ja nicht. Ah, hier kann ich direkt... Okay, ich kann direkt 10 auf einmal kaufen. Oh, achso, jetzt habe ich das hier drin. Dann kaufe ich die anderen auch direkt. Nochmal 10. Ich muss ja das Maximum kaufen. Ich habe sonst keine andere Möglichkeit, irgendwas zu tun. Das ist sehr deprimierend. Hier würde ich halt gerne noch irgendwie einen Shop oder sowas hinbauen. Dann machen wir hier vielleicht Deko hin. Einfach so ein fettes Beet. So, nebeneinander. Ja, wir haben ja nicht sonderlich viel Optionen. Alles hier schön. So, jetzt haben wir hier einmal so ein fettes Beet. Okay, jetzt geht's tatsächlich weiter. Ich war gerade schon etwas aufgeschmissen, weil ich dachte so, hä? Und jetzt? Jetzt haben wir was freigeschaltet. Jetzt können wir hier noch ein Pferd kaufen. Getränkestand, Laterne, WC, Pfeilchen. Vielleicht war es ein bisschen doof, dass ich das so direkt in die Mitte gebaut habe, ne? Da wäre vielleicht eine Toilette besser gewesen. Kann man das nicht noch hin und her schieben? Bestimmt. Nanu, was ist das denn?
Ein Löwe? Ein Bär? Ach du Schreck, das hört sich ja gefährlich an. Ich bringe mich lieber in Sicherheit. Du schaffst das schon. Na danke. Wer ist das denn da? Ach so, das ist ein Gast. Nein, ich will da nicht drauf klicken. Oh. Ah, oh, ein Panda. Oh Gott, ach, wie süß. Ach, sieht aus wie ein Babypanda. Ja, ist wirklich ein Babypanda. Ach, ist der kleine Kerl niedlich. Weißt du, was das heißt? Der Zoo hat noch Freunde. Es gibt noch jemanden, der nicht will, dass der Zoo dicht machen muss. Wer auch immer. Das kleine Panda-Baby kann unsere neue Attraktion werden, wenn wir uns gut darum kümmern. Schnell, lass uns ein Gehege bauen. Okay. Grasgehege platzieren, großer Panda platzieren. Ein großer, kleiner Panda. Grasgehege, wo finde ich denn das? Hier? Gehege. Da. Ja, zwei kann ich kaufen. Ich kaufe jetzt erstmal eins, weil ich weiß ja noch nicht so genau. Wo ist denn das? Da. Das ist auch hier. Okay, ich kann ein komplettes Gehege einfach reinziehen. Ah, ich kann nichts daran verändern, leider. Dann lassen wir die Zuschauer, also die Gäste mal hier langlaufen, so. Ja. Okay. Ach, das dauert jetzt 30 Sekunden, bis er fertig ist. Eieiei. Was ist mit dem los? Was hat der? Was ist das? Deine Besucher wünschen sich noch mehr Tiere. Möchtest du ein neues Tier kaufen? Ja, möchte ich ja. Aber ich habe ja auch schon einen Panda. Also, ne? Wir sind dabei. Ich kann leider auch noch gar keine Wege bauen. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich kann noch keine Wege bauen. Belohnung November. Ach so, ich muss mich im Monat 25 Mal einloggen, um den Hauptpreis zu bekommen. Das heißt, das Spiel möchte, dass ich jeden Tag spiele. Okay, ich hole mal was ab. 2000. Na gut. Ha, fertig. Gehege fertiggestellt. Wo ist mein Panda-Baby? Hier. Na komm rein, Pandi. Nimm dich Pandi. Meine Güte, ist der süß. Oh, der ist wirklich süß. Und der glänzt so schön golden. Ich glaube, er möchte mit dir spielen. Der kleine Panda kommt gerade zur rechten Zeit. Er wird bestimmt ein Publikumsliebling. Das glaube ich auch, weil Pandas sind nämlich sehr rar und sehr teuer, wenn man sich einen Panda mietet. Man mietet sich ja die Pandas. Das habe ich mal in meinem Video, in meinem Schleichvideo auf Zanzara for Kids gemacht. Also da habe ich mal sowas dazu erzählt. Pandas sind halt wirklich so gemietet, das sich so komisch an. Hier, da, so ein Straßenschild habe ich noch gekriegt. Kann ich das? Nee, leider nicht. Das kann ich nur irgendwo. Na, theoretisch müsste ich das ja dahin bauen. Ich baue es jetzt erstmal hier hin, auf diese Seite. Ja, ich kann es noch verschieben. Okay, perfekt. Wie kann ich jetzt spielen? Dann nehme ich den Ball. Oh, okay. Oh, juhu, fang den Ball. Ach, das war's schon. Jetzt haben wir 4 Besucher. Man muss einfach nur dreimal den Ball antippen. Wenn so ein niedlicher Panda kein Publikumsmagnet wird, dann weiß ich auch nicht. Na los, wir haben es fast geschafft. Dekoriere noch ein wenig den Zoo. Mit dem paar Sachen, die ich habe. Oh wow, ich habe 5 Blumen zum Dekorieren. Ich hätte ja vielleicht mal ein bisschen hübscher bauen können. Hier könnte ich vielleicht noch einen Laden dazwischen setzen oder so einen Weg, damit man hier nochmal rangehen kann. Ich weiß nicht. Oder wir machen es hier vorne noch ein bisschen breiter. Da einen hin noch. 2... 3. Was? Nein, da wollte ich den nicht hinsetzen. Hallo, hier. Genau, da soll noch einer hin und da. Das war's. Ja, ist jetzt nicht so ganz gleichmäßig, aber dafür haben wir auch hier 3 Tannen und da 2 dann nur. Ah, ich habe gerade noch gesehen, der will ein Eisladen. Kann es leider irgendwie nicht so richtig. Ah, ich hab's verpasst. Mist. Gebäude. Da habe ich doch was gekriegt. Ah, da war was. Hier, ein Eisstand. Ja, komm, wir kaufen den Eisstand. Eisstand und das andere Ding hier kaufen wir auch. Was ist das, ein Getränkeladen? Die setzen wir natürlich nebeneinander. Hier, warte, ich habe hier was für dich. Hier, guck mal. Lecker. Was zu trinken. So. Ach so, der baut natürlich noch. Dann bauen wir daneben einen Eisstand. So, der findet das schon gut. Der hat uns gerade einen Daumen... Der hat uns einen Daumen nach unten gegeben. Warum? Die Ziegen sind doch süß. Er wünscht sich einen Souvenirladen. Was? Mann. Ja, kann ich noch nicht. Ich würde ja gerne... Ah, Pommes habe ich nicht. Ich habe gleich Eis. Wie lange dauert das? 59 Minuten? Leute, ich kann dieses Spiel nicht let's playen. Wie soll denn das gehen? Ich kann doch nicht jedes Mal 59 Minuten warten, bis was fertig ist. Was soll das denn? Ach so, ich soll den Bau abschließen für 2 Diamanten. Na, dann ist er sofort fertig. Das ist ja nett. Ja, das Ding hier wird ziemlich gleich fertig sein, aber das da halt nicht. Ich meine, okay, wenn man Zeit hat, um das zu spielen, ja, dass man halt immer wieder reinklickt in diese App, dann ist das ja alles okay. Aber als Let's Play, so zum Testen für YouTube, ist das vielleicht ein bisschen kompliziert. Da kommen wir nicht weiter. Die wünschen sich Dekoration. Läuft hier an so einem fetten Beet zusammen und sagt, ich will Deko. Das ist fertig. Naja, wenigstens der Eisstand. Das andere dauert halt. Ein kleines Stündchen nur. Ja, aber da freut sie sich. Guck mal, wie sie den Hasen zuwinkt. Die kriegen bestimmt bald Babys. Haben wir eigentlich 2 Mädels oder nur ein Mädel? Naja, schön. Das ist auf jeden Fall der Junge. Nein, noch ein Junge. Schade, dass wir dem keinen Namen geben können. Das finde ich richtig cool. Vielleicht sollte ich wirklich mal Planet Zoo spielen. So, vielleicht wäre das ja auch was. Aber es ist halt auch ein bisschen kompliziert aufzunehmen. Weil man da wirklich sehr lange braucht, um was Schönes zu zaubern. Muss ich ja mal sagen. Also es dauert wirklich. Ah, hier können wir nichts mehr bauen. Boah, was gibt's denn da? Oh, ich kann ja tatsächlich auch schon Wege bauen. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Toilette. Ja, mal sehen, wie viele Stunden die dauert, die Toilette. Ich versuch's einfach mal. Ich versuche mal, hier eine Toilette hinzusetzen. Ja, vielleicht nicht direkt neben den Eisstand. Hier so hin.
Normalerweise ist eine Toilette ja zentral immer ganz gut. Ich kann sogar noch eine setzen. Ich weiß ja nicht. Ach, die ist sogar direkt fertig. Okay. Was ist denn das da für ein Schild? Noch gesperrt. Ich muss Level 6 erreichen. Das kann ja auch dauern. Jetzt haben wir einmal hier eine Toilette. Ich meine, gut, ich habe die Toilette ja da. Dann würde ich vielleicht einfach nochmal eine Toilette bauen. Weil ich ja nicht sonderlich viel mehr habe, bauen wir doch hier auch nochmal eine Toilette hin. Falls da jemand muss, ne? 3,25. Am Geld soll es gerade nicht scheitern. Mülleimer. Ja, ich kann 3 Mülleimer kaufen. Mülleimer sind wichtig. Ich habe ja sonst auch immer Zoo Tycoon oder Wildlife Park gespielt. Das sind ja auch so Zoospiele. Kann man hier nochmal was wegschmeißen direkt, nachdem man auf Klo war? Nee, nicht direkt daneben. Noch einer. Och. Und das ist ja vom Stil eigentlich auch eher so in die Richtung. Hier, da machen wir auch nochmal einen so dazwischen, wo man dann auch so Mülleimer setzen muss und Verkaufsstände und so. Da muss man halt aber nicht warten. Vielleicht wäre das sonst auch eine Idee. Also ich könnte ja mal unterschiedliche Zoospiele testen. Ja, das ist doch auch voll gut. Also wenn ihr da so Bock drauf habt, auf so Zoosachen. Ich hatte nochmal ein Zoospiel, das habe ich auch schon auf meinem Kanal vor geraumer Zeit mal angespielt. Habe ich das überhaupt hochgeladen? Ich glaube nicht, weil das war so verbuggt. Da hat sich, glaube ich, irgendwann aufgehängt und da ging nichts mehr. Warum habe ich einen positiven Daumen da gekriegt? Noch mehr Tiere. Ja, ich würde ja gerne. Ich darf ja nicht. Ach nee, doch nicht. Ja, hier. 20 kann ich kaufen. Komm, das kriegen wir doch wohl hochgepusht. Hier. 1000. Raus mit der Kohle. Da war gerade wieder ein negativer Daumen. Oh, ich guck nicht hin. Dahinter. Hier, wir machen einfach das hinter den Ständen, machen wir das hübsch. So, hier, wir bauen so ein paar Sachen hier nebeneinander. Genau, nach oben. Genau, so habe ich mir das gedacht. Ja, genau. Ja, genau. Nein, nicht da. Nein, nein, nein. Ja, genau, da soll es weitergehen. Ja, hier oben bitte auch noch ein. Da, genau. Ja, wir machen das einfach so, damit das hinter der Toilette und hinter dem Mülleimer und so, damit das da hübsch aussieht, damit man vielleicht auch einen netten Geruch noch hat. Nicht unbedingt nur und Müll. So, wie viel haben wir denn noch? Muss jetzt schon fast voll sein. Ja, das war's. Ja, aber guck mal, das ist doch... Schockschwere Not. Ah, ich habe immerhin wieder was Neues freigeschaltet. Vielleicht kriegen wir das doch noch hin. Also, herzlichen Glückwunsch, Sansara. Du bist ein Level aufgestiegen. Meine Geschenke, hier, Kakteen. 5-mal Kaktus. Ich kann jetzt... Oh, ich kann Schwein. Snackstand. Lilie. Stiefmütterchen. Sonnenblume. Oh, so ein bisschen was, ne? Steine. Trog. Noch ein Trog. Und ein Steppengehege. Wofür brauche ich denn bitte ein Steppengehege? Für meine Schweine? Wahrscheinlich eher nicht. Und ich habe sogar auch noch Diamanten gekriegt. Das Füttern der Tiere macht schon ganz schön viel Arbeit, oder? Nein, ich habe bisher gar nicht mehr füttern müssen. Vielleicht könnten wir Tröge aufstellen. Das ist eine gute Idee. Und ein paar Sonnenblumen, um unsere Gehege zu verschönern. Also wenn das in das Gehege reingeht, dann ist es sehr cool. Trog. Sonnenblumen Trog und Sonnenblume im Gras platzieren. Sonnenblume Gras platzieren? Mhm. Links sind die Questobjekte. Da. Ja, wer braucht denn jetzt einen Trog am ehesten? Ich würde ja vielleicht so die Ziegen. Die lassen wir mal hier vorne so essen. Dann kann man da so hübsch zugucken. Hier so am Rand. Oh, hier sind die Häschen. Ja, vielleicht mache ich das auch da, weil bei den Häschen, da haben wir ja direkt 3. Und da muss man ja immer 3 füttern. Bei den anderen haben wir immer nur ein Tier. Das kann man ja einfacher mal füttern, ne? Aufladen. Wie geht denn das was ist denn jetzt passiert? Ja, ich möchte das gerne aufladen. Ach da, gratis. Oh, ist das süß. Ja, hier möchte ich das auch damit aufladen. So, die kriegen auch Gras. Ich hätte gerne noch mehr von den Trögen. Kann ich das nicht irgendwie, kann ich noch mehr kaufen? Die anderen wollen doch auch Tröge. Ich darf nur 2. Voll unfair. Oh, dann kriegt der hier eine Blume. Ich kann er zwar nicht essen. Aber die sieht wenigstens schön aus. Oh, voll gemein. Und das Pferd kriegt auch eine Blume. Oh, Hilfe. Komm hier, Pferdchen. Ach, ein Blümchen für dich. Und dann haben wir noch, weil die Ziegen immer so gerne an Sachen rumknabbern, kriegen die auch noch eine Blume. Gehegedekoration ist besonders beliebt bei den Besuchern. Ja, dann hätte ich gerne noch mehr. Darf ich bitte noch mehr? Einen ausgesprochen schönen kleinen Zoo haben sie. Wissen Sie, ich habe da ein Pfau edler Herkunft auf meiner Grafschaft. Immer her damit, Madame. Der Ärmst langweilt sich dort schrecklich. Vielleicht wäre dies etwas für ihn. Wenn Sie meinem Kasimir ein schönes Zuhause bieten würden, könnte er bei Ihnen einziehen. Gute Idee. Sag mal, wer war denn diese adrette Erscheinung? Oh, der Herr, der ist ein bisschen am Flirten mit der Dame. Warte mal, ist der Herr nicht unser Opa? Wenn Sie meinem Kasimir ein schönes Zuhause bieten, könnte er bei Ihnen einziehen. Genau, wir bekommen Steppengehege. Also das müssen wir fertigstellen für den V. So was braucht der? Trog, Sandweg und noch Steine. Ah ja. Tiere haben unterschiedliche Lebensräume, deswegen brauchen sie verschiedene Gehege. Ja, ja, das ist klar. Achte auf die Symbole im Shop und auf den Karten. Achso, auf die Karten, die da unten sind. Ja, das werde ich mir gleich mal anschauen. Hat hier jemand Hunger gerade? Nö. Okay, dann, ja, das ist ja da. Aber ich glaube, ich brauche erstmal ein Gehege. Und einen Weg. Ich sollte erstmal vielleicht einen Weg bauen. Ich weiß ja noch nicht genau, wohin. Nee, ich brauche gar nicht das Gehege. Ich brauche doch einen Stern.
Steppengehege. Wo finde ich denn das? Da, unter Steppengehege natürlich. Ich weiß nicht, wie weit ich noch nach oben bauen kann. Soll ich das direkt daneben oder passt das gar nicht? Huch. Oder passt das hier gar nicht mehr daneben? Nein, das passt nicht. Dann muss ich hier unten daneben bauen. Okay. Ja, wir machen das einfach direkt daneben. So. Nein, was? Wie lange? Beschleunigen-Button. Ja, genau. Eine Minute. Ach so, ich dachte eine Stunde. Ja, nee, dann ist das nicht so schlimm. Dann baue ich in der Zwischenzeit erstmal hier einen Weg. Ich kann ja hier noch keinen Druck reinsetzen, ne? Na, sowas. Hier waren die Wege. Ja, komm, da ziehe ich mal ein bisschen was rein. Hier müssen die ja langlaufen. Ich frage mich halt nur, ob die auch diesen Weg, also ob die dann auch nach oben gucken können oder ob die da nicht irgendwie so ein bisschen näher ran müssen. Hä? Geht's nicht weiter? Doch. So. Wie weit soll ich denn noch in die Richtung? Vielleicht soll ich auch mal in die andere Richtung gehen. Naja gut, hier ist ja nicht mehr so viel. Und da oben kann ich, glaube ich, auch nicht weiterbauen. Ich könnte halt höchstens hier noch so einen Laden oder sowas. Aber brauchen wir den? Ich glaube, wenn, dann bauen wir lieber hier geradeaus weiter. Ich soll ja 5 Dinger setzen. Habe ich jetzt schon 5 gehabt? Ach komm, ich setze einfach. So, jetzt habe ich 6. Ach Mist, da habe ich einfach Geld rausgehauen. Ah, oh, ein Snackstand. Ja, vielleicht sollte ich dann doch auf diese Seite auch nochmal was hinbauen. Aber es hat natürlich doof, gerade der Snackstand. Der Snackstand wäre wahrscheinlich schon gut da hinten. Ach, naja, egal. Hä, was ist denn nun? Ach, noch länger braucht der. 2 Stunden. Ja, das werden wir wohl nicht mehr erleben hier im Let's Play. Das ist leicht deprimierend. Ich könnte vielleicht die Toilette nochmal umbauen. Hier passt auf jeden Fall auch noch ein Mülleimer hin. Ich setze den einfach erstmal und dann gucken wir später, wo genau der hin soll. Pass auf, wir machen einfach hier erstmal so ein bisschen. So, jetzt haben wir die so ein bisschen verteilt. Puh, kann ich einen Kaktus denn auch ins Gehege reinsetzen? Ich setze einfach mal ganz kurz einen. Und den nächsten mache ich nicht, weil ich würde gerne gucken, ob ich das da... Ah, schon fertig. Ah, kann ich das jetzt ausprobieren? Kann ich den jetzt annehmen? Wo ist denn der? Wo ist der Pfau? Hallo, Madame. Ich bin... Ach nee, ich muss hier erstmal hier die Steine reinsetzen. Wie war denn das? Steppe. Nee, Moment, da war das ja gar nicht. Zurück. Gehege. Hier war das. Steppe, genau. Da. Jetzt brauche ich 3 Steine. Hä? Wieso will er das jetzt nicht hier reinbauen? Keine Verbindung zum Eingang. Hä? Wieso Verbindung zum Eingang? Du sollst das da reinsetzen. Oder ist der Eingang vielleicht auf der Seite und ich darf das gar nicht so weit... Das wäre jetzt natürlich ungünstig. Kann ich dieses Gehege vielleicht verschieben? So ein bisschen. Gehege vergrößern. Verschieb das mal. Ein weiter nach hier. Hallo? Reicht das so? Ausrufezeichen. Warum sind Wege wichtig? Ach so. Ach so. Okay. Hat wohl offensichtlich doch was damit zu tun, dass hier direkt das Gehege dran sein muss. Ja, dann verschieben wir das Gehege wieder zurück. So, Leute, keine Panik. Wir machen das. Erstmal wieder zurück verschieben und dann bauen wir natürlich hier einen Weg dran. Kann ich dieses Wegstück auch verschieben, weil da hinten macht dieser Weg nämlich eigentlich nicht so viel Sinn. Das kommt hier natürlich auch erstmal woanders hin. Okay, dann versuchen wir mal, diesen Sandweg nach oben zu schieben, damit die Zuschauer auch reinsehen können. Die Zuschauer? Die Besucher. Na komm, dann nehmen wir den auch noch mit. Dann haben wir hier so eine Besucherecke, so. Da könnt ihr hier so rein und dann so gucken. Kann ich ja auch sogar mal testen, ob ich den Kaktus hier reinschieben kann. Nee, das geht wohl nicht. Dann machen wir es hier nach draußen so, für ein bisschen Flair. Kann ich denn jetzt diese komischen Steine da reinbauen? Steppe. Ja, jetzt geht's. Okay, das hatte wirklich was damit zu tun. Ja, dann verteilen wir hier einfach mal so ein bisschen im Gehege ein paar Steinchen. Was? Was ist jetzt passiert? Du hast eine Auszeichnung erhalten. Gehegefachmann. Baue 5 Gehegedeko. Ja. Belohnung abholen. Oh, okay. Das war nicht schlecht. Ein bisschen Geld kann ich auf jeden Fall gebrauchen. So viel Geld, wie ich hier gerade ausgebe. Ich habe noch irgendwas geschafft, was auch immer das gerade war. Dann einen Trog oder 2. Brauchen wir hier 2 Tröge? Nee. Ja, jetzt. Ho, wie schön. Hier gebe ich Kasimir gern in Obhut. Ich werde ihn oft besuchen. Toll. Ja, herrlich. Wo ist er denn? Ich möchte ihn gerne hier hinzufügen. Kasimir, hallo. Herzlich willkommen in unserem Zoo. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Besucher. Ich hab's ja nicht mehr geglaubt, ne? Aber wir haben es tatsächlich noch geschafft. Und da kommt auch schon der Bürgermeister. Ich muss mal einen Hut ziehen. Der Zoo ist wirklich hübsch geworden. Der Zoo darf erst einmal bleiben. Erst einmal. Juhu, wir haben es geschafft. Belohnungen. Nochmal Geld. Eisenzaun, oh. Oh, eine Riesenschildkröte. Souvenir, da ist der Souvenirstand, den die unbedingt haben wollten. Eisenzaun, eine Ecke, eine Tanne. Oh, noch mehr von den Blümchen, noch ein Wegweiser. Ein Skelett, Ameisenbär. Elefant, ich will keine Skelette. Was soll das? Und ich habe nochmal hier so einen Trog bekommen. Oh, okay, cool. Oh Mensch, der Zoo darf bleiben. Tante Trude wäre überglücklich gewesen, der uns wohl den kleinen Panda geschickt hat. Das würde mich auch interessieren. Komm, jetzt machen wir es unseren Besuchern richtig schön. Wir brauchen Verkaufsstände, Toiletten, Blumen und. 3 Geschäfte, Dekoration. Das habe ich alles schon, wa? Ich muss nur noch 10 Dekorationen platzieren. Das kriegen wir doch hin, wa? Oh, der hat noch gar kein Essen. Psi.
Hier, entschuldige bitte. Habe ich nicht auch für die noch einen Trog? Ich würde denen so gerne auch noch einen Trog geben. Ah, hier bekomme ich wahrscheinlich auch wieder irgendwas. Wenn ich 5 Geschäfte gebaut habe, kann ich hier so raufklicken und dann kriege ich irgendwas. Irgendeine Belohnung. Sieht auf jeden Fall so aus. Ah, Jungtierfachmann. Ich möchte so gerne, dass unsere Häschen endlich Nachwuchs kriegen. Na, da habe ich noch einen Trog fürs Grasland. Ja, aber wer? Wer kriegt denn den jetzt, den Trog? Ich weiß nicht, das ist voll fies. Warum kann ich nur einem den Trog geben? Ja, komm, Pferdchen, du bekommst das erstmal. Füllen wir natürlich auch gleich auf. So, bitteschön. Aber der Panda hat sicherlich auch Hunger. Ich habe irgendwas gekriegt. Baue 5 Tröge. Warum macht das so? Warum macht das das? Ich kann noch einen kaufen. Ja, jetzt kriegt Pandi auch einen. Hier, bitteschön, für dich auch einen Trog. Ha, jetzt kann ich meine Belohnung abholen. Wusste ich doch, dass ich da Belohnung für kriege. Ja, Moment, ich komme doch. Ja, du bekommst ein bisschen Gras. Ah ja, wie der so hier rumstolziert, ne? Schön, dass der manchmal einfach sein Rad aufspannt. Nur noch 40 Minuten, wow. Genau, hier habe ich ja noch ein bisschen Deko. Könnte ich ja hier vielleicht nochmal reinziehen. Da, hier passt das doch hin. Nee, nicht nebeneinander. Nebeneinander sieht doof aus. Machen wir lieber so ein bisschen über Eck. Hier natürlich auf der Seite auch noch. So, hier. Dann können wir dazwischen vielleicht noch was anderes machen. Dann kommt da noch was hin. Ja, hier haben wir eher so den Steppenbereich. Genau, die hier könnten wir einfach dazwischen ziehen. Hä? Was denn nun? Wieso soll ich das verkaufen? Ich will das nicht verkaufen. Hä? Ich will das reinziehen. Ach so. Ich habe ja nur einen. Och, ich dachte, ich hätte mehr davon. Sieht ein bisschen lost aus jetzt. Naja, aber wenigstens hier so auf der Ecke, dann sehen das viele Leute. Jetzt habe ich ja leider nichts mehr. Schade. Was kann ich denn jetzt noch kaufen? Ich kann doch ein Hausschwein kaufen. Genau. Ich kann ja auch noch ein Gehege holen. Hä? Was ist denn da los? Wieso kann ich denn jetzt noch einen Hase kaufen? Ist ein Hase gestorben? Nee. Hä? Kauf schnell noch einen. Ist doch bestimmt ein Fehler, oder? War das ein Mädchen? Dich habe ich gekauft, glaube ich. Geh weg. Ja, ein Mädchen noch. Ein zweites. Tier entfernen? Nein. Tier auswildern? Nee, ich möchte, dass du bitte einen Nachwuchs bekommst. Einmal Nachschub, bitte. Es hat geklopft. Wie süß bist du denn? Oh. Aber ich versuche es gerade rauszufinden hier. Das sind 2 Männchen, Weibchen. Dich habe ich noch nicht. Ich erwische das nicht richtig. Ah, Tatsache. 2 Weibchen. 2 Weibchen, 2 Männchen. Und hier? 2 von 3. Maximal 8 passen hier rein. Warum funktioniert das immer nur so komisch? Ja, auch hier haben wir Männlein und Weiblein. Da freuen wir uns doch. Wir könnten Nachwuchs bekommen. Leider alles schon ausgereizt. Ich kann dem Pferd endlich einen Freund holen. Hier, ein Freund für dich. Schade. Leider die gleiche Farbe. Also gleiche Fellfarbe. Noch mehr Besucher. Weißt du, wenn es weiter so gut läuft mit unserem Zoo, brauchen wir irgendwann mehr Platz? Mehr Platz? Für die ollen Tiere? Pah. Wer sind Sie denn? Muffelmann, mein Name. Ich bin Ihr Nachbar und mir gehören alle Grundstücke, um diesen, was immer das hier für ein Zirkus sein soll, ein Zoo. Ein Zoo? Das hat schon die störrische alte Trude nicht hinbekommen. Ich darf Sie doch sehr bitten. Unser kleiner Zoo wächst und gedeiht. Ha, ich sag Ihnen was. Wenn Sie es schaffen, 10 Besucher zu bekommen, fresse ich einen Besen. Oder nein, dann schenke ich Ihnen eines meiner Grundstücke. 10 Besucher. Bis übermorgen. Guten Appetit. Komischer Kerl. Aber mehr Platz könnten wir schon gebrauchen. Komm, dem zeigen wir es. Also wollen wir mal sehen hier. Ein Tag 23. Belohnungen. Okay. Habe 10 Besucher. Na, das kriegen wir hin. Jetzt geht das doch schon länger, als ich da dachte, dass es funktioniert. Nein, was? Ich kann ein Schwein nur für Dinger kaufen hier. Für Diamanten. Das ist aber blöd. Was soll das denn? Jetzt habe ich mich gerade so gefreut, dass ich mir Sachen machen kann. Jetzt geht das schon wieder nicht. Ich hätte ja sogar noch ein Gehege frei. Oh, ich habe sogar noch 3 Gehege frei. Aber ich kann ja nichts reinsetzen. Nein. Vielleicht muss ich wirklich eine Sache nach der anderen machen. Ich habe noch ein Steppengehege. Ich könnte noch ein Steppentrog bauen. Wald, Berg, ja, Savanne, Dschungel. Mein Gott, was gibt's alles? Eis und Wasser. 65. Level 65. Oh, okay. Okay, krass. Es gibt richtig viele Level, die man hier upgraden kann. Was bin ich? Level 5. Ab Level 6 gibt es Spielstamm? Nee, ab Level 6 gibt es wahrscheinlich das hier. Wald. Nice. Wir haben doch bestimmt noch neue Gebäude. Da ist was neu. Hier, der Souvenirstand. Genau. Nein! Hä, der kostet ja auch. Warum kostet denn das jetzt alles hier? Es kostet alles Diamanten. Leute, bei Diamanten, da bin ich aber sowas von raus. Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ich habe nur 15. Die Frage ist, wie bekommt man Diamanten? Kann man die erspielen oder kann man die nur erkaufen? Weil wenn man die nur kaufen kann, dann ist das absolut doof. Das wäre richtig ätzend jetzt. Hier habe ich ja auch wieder alles. Ja, so viel zu, es ist nicht pay to win. Es ist immer ein Haken dabei, wenn ein Spiel kostenlos ist. Man muss es ja leider sagen. Man muss sich hier jetzt entscheiden, kaufe ich mir einen Souvenirstand oder hole ich mir ein neues Tier und oder hole ich mir hier das da. Niemals. Was? Das kostet auch, das kostet ja alles. Ich will einfach nur mal kurz wissen. Nee, ich guck gleich. Ich will erstmal nochmal, oh, das ist auch neu. 5 Stück. Ja, gut. Ich mache erstmal alles das, was ich so kriegen kann. Wir versuchen uns da so entlang zu hangeln. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das hier machen will. Ich mache hier noch so ein bisschen so heckenmäßig was. Hier kann man ja wahrscheinlich eh nicht weiter.
Eins, nein, 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 nach unten. Zwei, drei, vier, fünf. Klasse, jetzt können unsere Besucher sich schöne Dinge bei uns kaufen. Also haben wir jetzt wieder irgendwas freigeschaltet. Hier gibt es eine Belohnung, Rosenbusch Orange. Okay, also wieder eine Sache, die wir dazu bauen können. Weißt du noch, als ich noch ein Kind war? Ich habe mir immer eine Schildkröte gewünscht. Meinst du, wir könnten eine Riesenschildkröte aufnehmen? Ja, ja. Trogsteppe platzieren, Riesenschildkröte. Aber brauche ich dann brauche ich kein Gehege? Doch, oder? Ich habe ja noch eins. Ich habe noch ein Gehege, was ich noch bauen könnte. Und das da. So ein einsames Teil hier. Ey, stellen wir mal neben die Toilette. Optimal. Und dann bauen wir da unten das andere Gehege, was ich theoretisch noch über habe hier. Steppe. Genau. Geld habe ich ja. Bauen wir hier einfach das hin. Das dauert ja wieder. Ach, das hätte ich mal zuerst machen sollen. Warum habe ich das vorhin nicht schon gemacht? Ich dödel. Ja, dann kommt gleich noch ein Trog und dann können wir hoffentlich die Schildkröte uns holen. Oder sagt er uns dann? Nee, dann sagt er uns, dass wir uns die Schildkröte holen können. So lange muss ich jetzt warten. Und das hier habe ich auch noch nicht gesehen. Noch gesperrt. Puzzleteil. Was passiert, wenn ich jetzt hier drauf drücke? Okay, ich lese euch das mal vor, weil ihr das nicht sehen könnt. 230 Diamanten für 20 Euro. Leute, macht das nicht. Gebt nicht viel, so viel Geld aus für so einen Quatsch. Für 50 Euro 675 Diamanten. Nein. Ganz ehrlich, dann kann man sich auch Planet Zoo kaufen. Da ist man echt besser bedient. Oder Zoo Tycoon. Mit Zoo Tycoon seid ihr auch echt gut bedient. Es gibt so viele schöne Zoospiele. Halt auf dem PC, ne? Aber ich bin wirklich kein großer Fan von diesem, ich warte jetzt hier 30 Minuten, bis irgendwas fertig ist. Das mag ich einfach nicht. Ist vielleicht ganz witzig, wenn man so unterwegs ist, aber nee. Fertig! Puh! Gut, dann können wir jetzt weitermachen mit dem Trog. Den setzen wir hier hin und dann sind wir hoffentlich bereit. Ja, jetzt können wir die Schildkröte aufnehmen. Hallo, Morla. Ja, sehr schön. Wie schön, du hast mir mit der Schildkröte einen Herzenswunsch erfüllt. Na, gerne. Immer gerne, lieber. Wie heißt der nochmal? Ist das jetzt mein Opa? Ich bin irgendwie verwirrt. Ich weiß nur irgendwie Trude, aber wer ist er? Er hat das bestimmt gesagt. Ich habe es sofort wieder verdrängt. Herzlichen Glückwunsch, Tantara. Du bist ein Level aufgestiegen. Ah, ich bekomme Diamanten. Na toll. Vor allem, ich bekomme 2 Diamanten. Und wie viel habe ich jetzt? 17. Ja, bringt mir auch nicht viel, ne? Ich habe ein Hausschwein gekriegt. Okay. Das ist natürlich gut. Da muss ich mir das nicht kaufen für 10. Freigeschaltet ist der Schimpanse und der kostet 20. Leute, wenn ich das schon sehe, der Kaktus kostet einen Diamanten. Das kostet Geld. Das kostet auch Diamanten. Das kostet Geld. Ein Waldgehege. Waldgehege kostet also Wald. Trog kostet Geld und Spielstamm kostet auch Geld. Okay. Es gibt leider sehr viel für Diamanten. Oh Mann. Also die Schimpansen könnten wir höchstens auch wieder als Geschenk bekommen, vielleicht. Wenn jemand einen abzugeben hat. Belohnungen. Ach, guck mal. Freunde einladen. Ja, komm. Ach, nee. Jetzt soll ich auch noch meine Freunde hier... Nee, das mag ich auch gar nicht. Wenn man dann irgendwelche Anfragen kriegt, so... Der Bekannte hier, der hat mich eingeladen zum Spiel. Pff, nein. Ja gut, dann kriegen wir halt keinen Schimpansen. Mann! Ich erinnere mich daran, wie Trude einst erzählte, dass hier auf dem Grundstück eine Schatztruhe gefunden wurde. Die konnte ich gut gebrauchen. Nein, Morla hat kein Essen. Die war sich sicher, dass noch mehr vergraben sind. Ich könnte mich mal auf die Suche machen. Ja, ja, tu das bitte. Wir können ganz viele Diamanten gebrauchen. Belohnungen, seltene Truhe, Goldmünzen, Erfahrungspunkte. Aufgaben, Schimpanse platzieren. Kriege ich den jetzt doch irgendwie? Kriege ich den so? Erstmal füttern. Oh, die kriegt sogar Obst. Das ist ja hübsch. Ich möchte da nicht draufklicken. Ja, okay, ich klicke drauf, damit es einmal weg ist. So, jetzt habe ich draufgeklickt. Allen helfen. Nein, will ich nicht. Okay, gut. Haben wir das auch erledigt? Ja, ein Schwein. Hä, ich dachte, ich habe ein Schwein gekriegt. Jetzt, muss ich das jetzt bezahlen? Nee, das habe ich doch. Das habe ich ja schon. Ich kann jetzt einfach hier so ein Gehege hinsetzen. Schwein braucht ja, glaube ich, ein Grasgehege. Wenn ich richtig denke. Oder braucht ein Schwein ein Gras? Ja, ne? Okay, wir gucken mal. Dann kann ich in der Zwischenzeit hier vielleicht nochmal so ein bisschen Weg lang bauen. Ja, hier brauche ich einen. Da brauche ich einen. Ich weiß nicht, ob ich da auch noch einen machen will. Ich mache erstmal nur einen. Irgendwie sieht das nicht ganz so schick aus. Ich glaube, ich mache den da wieder weg. Ist mir irgendwie zu viel. Ich bin so ein bisschen traurig, dass ich den Souvenirstand nicht bauen kann. Mann, ist irgendwie voll schade. Meine Mülleimer haben sich aber erhöht. Ich darf jetzt 2 mehr bauen. Oh, das ist ja schon fertig. Ja, nice. Ach, das Ding, das ist ja sogar für Grasland geeignet. Aber wer braucht das? Ich weiß nicht genau. Okay, hier haben wir einen Trog. Jetzt brauchen wir nur noch das Tier. Und das da. Wofür? Wer braucht am ehesten so einen Spielstamm? Vielleicht die Ziegen. Ich gebe denen mal einen. Weil die klettern ja auch so gerne und springen irgendwo drauf. Oh, was macht ein Spielgerät? Ein Spielgerät unterhält die Tiere von alleine und gibt Bonuserfahrungspunkte. Aha, was macht der jetzt? Spielt jetzt. Ja, er guckt erstmal und jetzt guckt er in das Loch. Jetzt springt er drauf. Und der findet es super. Und der macht komische Dinge. Ja, so ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Wir könnten das jetzt natürlich entweder zum Hasen reinsetzen, weil der kann sich da drin auch so ein bisschen vergraben. Also so, ne, so verstecken. Oder halt für die Pferde. Ich würde es, glaube ich, den Hasen reinstellen, weil da sind so viele und dann können die sich halt auch mal so ein bisschen verstecken. So, hier so ein bisschen so in die Mitte. Oh, mal gucken, ob die auch reingehen. Oder ob die nur draufspringen oder ob die gar nichts machen. Wenn die nichts machen, kann ich es ja immer noch woanders hin tun. Ah doch, der spielt schon direkt damit. Hä? Was macht er denn? Macht ja gar nichts. Doch. Oh nein, wie süß ist das denn? Oh. Das ist ja richtig süß bei dem Hasen. No.
Okay, das war eine gute Entscheidung. Und ich möchte noch mehr haben. Wie doof, jetzt dürfen nur die beiden das. Na, ich hole mir jetzt erstmal das nächste Tier. Da ist das Schwein. Oh Gott, ich hätte es fast gerade aus Versehen gekauft. Für Diamanten. Das wollte ich ja nicht. Jetzt kann ich es auch füttern. Jetzt weiß er ja auch, was das Schwein ist. Okay, es frisst Gemüse und so. Obst meine ich. Das ist voll einsam, Schweinchen. Jetzt ist halt die Frage, ob das Waldgehege, ob ich das einfach so bauen kann oder ob ich da... Doch, kann ich. Ja, okay, das könnte ich. Aber jetzt habe ich kein Geld mehr. Nein, Leute, jetzt habe ich kein Geld mehr. Wie lange dauert das? 5 Minuten! Was? Aber ich habe sowieso kein Geld mehr. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ach so, brauche ich ja gar nicht unbedingt, ne? Komme ich denn dann überhaupt weiter, wenn ich jetzt meine Freunde nicht einlade? Meine Freunde, die dieses Spiel unbedingt spielen wollen. Und ich unterschlage ihnen einfach dieses Spiel. Das ist ja eine Frechheit von mir. Ich kann leider sonst gar nichts mehr machen. Das ist so deprimierend bei diesem Spiel. Man kann die ganze Zeit einfach nichts machen. Also man hat die ganze Zeit das Gefühl, man hat so gar keine Option. Ich kann einfach nichts machen. Ich habe alles getan, was ich tun kann. Normalerweise ist das halt echt so, dass man bei so einem Tycoon-Spiel wie Zoo Tycoon so viele Optionen hat, auch so viele Möglichkeiten hat, was zu gestalten. Soll ich das nicht echt mal spielen? Oh, ich habe noch so einen. Wie heißt denn das andere nochmal? Let's Build a Zoo. Das ist auch ein Zoospiel. Das ist auch, also das ist ein bisschen mehr so in Richtung Pixel Art. Ich weiß nicht genau, ob euch das so gefällt. Ich habe es mir halt irgendwann mal geholt, weil ich dachte, das sah irgendwie so ganz niedlich aus. Und ich glaube, das könnte vielleicht auch ganz gut sein. Da hat man halt auch so ein paar Aufgaben noch mit zu erledigen. Warum nicht? Oh, nochmal hier die letzten Wege. Ich darf ja noch 2 Mülleimer hinsetzen. Komm, das machen wir jetzt auch noch. So. Kann so viele Mülleimer bauen. Warum? Also, das ist halt voll übertrieben. Keine Stände. Hä, was ist das denn? Oh, ich habe Geld gekriegt. Nein, wenn ich das gewusst hätte. Ich bekomme Geld dafür. Ah, oh, die freut sich, weil sie ein Eis hatte. Der, was ist das? Oh, ich krieg Sterne. Krieg ich noch was irgendwo? Ich könnte ja sogar noch eine 2. Schildkröte kaufen. Die kostet aber leider 6.000. Man muss sehr viel Zeit, glaube ich, investieren. Sehr viel warten. Und dann hoffen, dass man irgendwie, wenn man seine Aufgaben erledigt, Diamanten bekommt. Wenn ich das richtig verstehe. Ich kann ja hier nochmal gucken, ob wir hier irgendwas gekriegt haben. Nee, ne? Wahrscheinlich wird uns das auch angezeigt. Ich baue 5 Spielgeräte. Ja, ich kann ja nicht mehr. Ich kann ja auch gar nicht bewusst Geld verdienen. Ah, die hätte ich noch. Neue Dekoration. Ja, aber da ich ja gerade Geld sparen will, kaufe ich mir jetzt natürlich keine Deko. Das wäre ganz schön doof. Und auf der anderen Seite bist du ja voll eigentlich in Hektik. Also du musst ja was tun, weil du für diese Quests ja auch nicht unendlich Zeit hast. Habe 10 Besucher. Wenn ich das jetzt nicht voll habe, dann bekommen wir unser Land ja nicht erweitert, ne? Das heißt, ich müsste jetzt im Prinzip dranbleiben und müsste so weit spielen, dass ich das halt alles voll kriege. So, jetzt haben wir es gleich. Wisst ihr, mein Problem wäre auch gar nicht unbedingt, dass es jetzt so immer dauert, bis sich irgendwas entwickelt hat, sondern das Problem ist einfach, dass man in der Zwischenzeit nichts tun kann. Also wirklich gar nichts. Man steht einfach nur da und wartet so. Schnarch. Ja, und jetzt habe ich hier was gebaut und habe halt keinen Schimpansen. Den müsste ich mir halt kaufen und den kann ich mir nicht kaufen, weil ich die Steine nicht habe. Dann bringt mir auch diese Erklärung nichts mehr. Schimpansen benutzen sogar Werkzeuge zur Nahrungsbeschaffung und können bis zu 60 Jahre alt werden. Das ist ja schön. Aber im Endeffekt kann ich leider nicht weiterspielen, ohne mir jetzt was zu kaufen. Das ist sehr doof. Ich kann es leider nicht schönreden. Ja, also das Spiel zwingt mich jetzt leider zum Abbruch. Ich würde gerne weitermachen. Das Einzige, was ich machen könnte, wäre, dass ich jetzt Deko baue. Soll ich das jetzt machen? Was ist das jetzt hier eigentlich noch? Der Club. Boah, da kann man sich einen Strandkorb kaufen. Ja, das ist halt so viel alles wieder für Diamanten. Krass. Voll viel. Ich meine, es ist süß, ne? Es ist echt süß gemacht, aber das geht schon sehr hart auf. Bitte kauft ihr alles. Ich habe da auch echt noch ein anderes Gefühl dazu, als wenn ich mir wirklich ein PC-Spiel kaufe und dann habe ich das auch. Und ich weiß, ich kann das halt so lange, wie ich will, spielen und muss nicht für alles nochmal extra bezahlen. Vielleicht sollte ich jetzt einfach das hier nochmal investieren. Das letzte Geld, was ich habe und gucken, was passiert. Ich setze hier einfach nochmal ein paar Blümchen hin. Passt das da rein? Ne. So, weil ich habe ja das bisschen Geld noch. Man kann halt eigentlich auch ein bisschen so variieren, ne? Hier dann so ein bisschen weiß. Man kann halt auch eigentlich immer so schön zwischen weiß und blau, ne? So kann es ein bisschen hübscher machen. Ich glaube, das ist tatsächlich auf dem Handy dann einfacher. Nein, ich möchte das nicht bewerten, das Spiel. Ich bin gerade nicht ganz so begeistert. Okay, 8 Besucher. Naja, immerhin, das hat was gebracht. Vielleicht bringt das wieder was. Was war das denn? Leere 5 Shopkassen? Bitte wie? Bitte was? Oh. Jetzt habe ich da Geld gekriegt, oder was? Oh, war da die ganze Zeit schon Geld? Nee, ne? Naja, ich habe halt einfach nichts mehr. Mein letzte Kohle. Ja, mehr kann ich leider nicht. Huch, wo ist denn plötzlich all unser Geld hin? Das habe ich gehofft, dass er mich das fragt. Lass mal sehen. Neue Tiere, Gehege, Verkaufsstände, Blumen, Zäune. Da kommt ganz schön was zusammen. Bei den ganzen Ausgaben müssen wir gut darauf achten, dass immer wieder Geld reinkommt. Hole das Geld der Eingangskasse und von all unseren Verkaufsständen rechtzeitig immer ab. Es wäre doch ärgerlich, wenn die Kassen dort so voll sind, dass kein Geld mehr reinpasst. Ja.
Das hätte man mir mal vorher sagen können. Das ist wieder ein exklusives Geschenk, was ich nicht bekommen kann. Gratis beim Kauf von 100 Diamanten. Das ist ja wohl eine totale Veräppelung, oder? Beim Kauf von 100 Diamanten, wo du schon irgendwie 20 Euro zahlst, oder wie war das? Ja. Meine Stände sind ja noch gar nicht fertig. Wie soll ich denn hier Geld einsammeln? Ja, Leute, ich kann nicht weitermachen. Ich habe keine Option mehr. Wie gesagt, vom Ding her süß gemacht, aber vom Nervfaktor für mich persönlich absolut unterirdisch. Schade, dass das nicht so richtig funktioniert. Also, das wäre auch ein Spiel, was ich persönlich auf dem Handy nicht unbedingt spielen würde, weil ich glaube, das würde mich zu sehr nerven, wenn ich einfach nicht weitermachen kann. Aber die Tiere sind echt süß. Also, die sind wirklich süß gemacht. Ich finde es auch niedlich hier mit diesen ganzen Spielelementen und so, und dass man die halt auch streicheln kann, füttern muss und so. Dauert ja auch ein bisschen, bis man das wieder kann. Da muss man ja zwischendurch auch wieder sauber machen und so. Das heißt, wenn man dann wiederkommt. Aber Leute, hängt nicht so viel vom Handy. Dann müsst ihr ja ständig vom Handy hängen, weil ihr dann immer wisst, oh, ist eine halbe Stunde schon vorbei? Muss ich wieder raufklicken? Ich habe das damals auch mal gemacht mit so einem Bau meine Stadt-Spiel. Aber das ist wirklich, das beeinflusst dich so in deinem Kopf, weil du die ganze Zeit denkst, oh, ist jetzt wieder was fertig? Fangt das lieber gar nicht erst an. Dann holt euch lieber wirklich ein Spiel, was ihr einfach so spielen könnt, und dann hört ihr auf und dann habt ihr auch den Kopf frei und müsst ihr nicht immer ständig dran denken. Ja, also meine Empfehlung. Dann spielt lieber Ranch. Ranch Simulator. Okay, das war auf jeden Fall mein Feedback von heute. Ich habe mal ein Spiel gespielt, was ihr euch gewünscht habt. Vielleicht habt ihr noch mal was anderes, was ich auch testen soll. Könnt auch gerne was reinschreiben, was ihr vielleicht nicht so toll findet. Wobei, ich weiß nicht, ob ich das dann spielen will. Ich habe heute schon 3 Anläufe getätigt für unterschiedliche Spiele und es hat alles nicht geklappt. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen... Naja, schauen wir mal, wie das wird, und vielleicht gibt es ja noch ein extra Spiel, weil ich nicht genau weiß, wie lang ich das jetzt hier runterschneide und ob das halt einfach zusätzlich kommt. Mein Tag war echt lang. Also, falls es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne trotzdem ein Däumchen da, und falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe. Und sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. When there's no more light.